So, du bist soweit, ja? Ja. Können okay. Anfangen, Schatzi. So. Hallöchen, liebe Freunde. Willkommen zurück zu Urban Nightmare. Das letzte Mal haben wir das Spiel angefangen und wer schlau war, hat rausgefunden, dass das Rauschen nicht von mir kam, sondern von Haku. Ja, es sollte allgemein bekannt sein, dass ich mit einem Headset aufnehme und du mit deinem fetten Bonzen-Mikrofon. Ja, so fett ist es auch nicht. 80 Euro hat es gekostet. Ja, weil es runtergesetzt Platz war. Für. Oh. Ja, ich weiß gar nicht. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, mit dem da geredet. Der wollte nichts von uns. Der fand uns nicht scharf oder so. Der war uns nicht. Und da drüben war ja diese alte Oma, genau. Genau. Dann sind wir hier durchgelatscht und dann ist ja der eine Typ abgehauen. Stimmt, ja. Hallo. Ich gehe diesen Mann lieber aus dem Weg, okay? Bevor dich mit einer Bierflasche beschmeißt. Ich finde es übrigens nach wie vor, die Lampen hier. Mhm. Warum die den Lichtkegel eigentlich hier unten am Stängel haben, weil das ist doch eigentlich oben, oder? Wo das eigentlich sein müsste. Nicht so wirklich, aber gut. Naja doch, ich meine, oben kommt ja die Lichtquelle her. Ist ja egal, es ist... Ich meine, hier ist es ja wieder gut gelöst, aber da bei... Ja, egal. Ich glaube, es ist auch perspektivisch einfach nicht anders machbar. Ach, naja. Ist ja auch gut. Hallo. Frage stellen. Stadt. Freunde. Stadt. Können Sie mir sagen, wie diese Stadt heißt? Ich weiß, die Frage ist seltsam, aber ich weiß echt nicht, wo ich hier gelandet bin. Irgendwie. Nee, kann ich nicht. Sie hat keinen. Es gab nie einen und es wird nie einen geben. Haben schon viele versucht, ihr einen Namen zu geben, aber jedes Mal von einer war einer dagegen und ich. Warte, gleich. Und. Hatte einen besseren. Und hatte einen besseren, danke. Er sagt doch mal was. Achso, ja. Sie hat keinen Namen und sie mischt. Und sie möchte auch keinen haben. Sie möchte. Sie möchte auch keinen haben. Ajebeja. Ajebeja. Der kann mir nicht helfen. Ja, Mensch. Ja, ne? Mensch. Ja, übrigens, das siehst du vielleicht nicht in der Übertragung, aber hier ist ein Gegenstand direkt vor mir. Dieser graue Fetzen, der leuchtet. Aha, okay. Das ist mit Sicherheit ein Gegenstand, aber ich finde, das sieht man ziemlich schlecht. Mhm. Ich hätte es rot aufleuchten sollen, dann sieht man es vielleicht besser. Und man kann drüber laufen, ist auch nicht... Ja, egal. Ist das ein Messer? Ich kann es gar nicht aufheben, es leuchtet aber. Aha. Enter? Aha. Ich muss draufstehen. Messerklinge erhalten. Keine Messerklinge erhalten, okay. So, und das habe ich jetzt. Wo mache ich das nochmal auf. Nein, Hilfe, ich will eigentlich bloß das Menü aufrufen. Ach, auf Escape Class, genau. Aha. Okay. Messer haben wir da jetzt. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Ah, okay. Türen, die abgeschlossen sind. Der Horror. Ja, der Horror. Oh nein. Achso, das war bestimmt eher, das war seins. Können wir durch das Messer einbrechen, wollte ich gerade sagen. Ich wollte durch das Fenster einbrechen sagen, aber nee, da passiert nicht. Schade. Das wäre das. Das ist nicht leer. Das wäre, es würde ja Spielqualität voraussetzen. Ja. Na gut, dann ist nur noch der Raum hier offen. Was ist das? Ein Ledertuch erhalten. Leder! Das können wir doch jetzt mit Sicherheit kombinieren, oder? Weil das Messer ist doch mit Sicherheit zu scharf, um es anzufassen, weil dumm. Ja. Weil es hat ja nicht einfach diesen Griff da, der mit Sicherheit stumpf ist. Warte mal, können wir hier? Hier geht es wohl raus, aber die Tür ist leider abgeschlossen. Ich höre mich mal um, vielleicht ist jemand... Okay. Ja, jemand einen Schlüssel. Naja, Schlüssel. Wir haben keine Schlüssel, aber wir haben ein Messer. Ah, toll. Wird die alte Frau abstechen, oder was? Nee, einfach mal Science. Wie kombiniert man nochmal Items in dem Menü? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh. Drück mal K fürs Kombinieren. Geht nichts. Schade. Ich kann die auch nicht auswählen, also ich kann da in dem Menü schon rummachen. Macht das, wird das wahrscheinlich automatisch. Ah, ja, nee. Okay, nee, wir werden zum Titelbild abbrechen. Nee, nichts von all dem.
Nee, wenn ich jetzt auf X drücke, weil was eigentlich hier benutzen ist in dem Fall, zum Anklicken, aber da passiert ja nichts, dann komme ich aus dem Menü zurück, okay. Na gut. Naja, gut. Kann ich vielleicht da seine Tür aufmachen mit? Nee, kann ich das Fenster vielleicht irgendwie... Oder weil der Typ da vorne dran kniet, vielleicht hier irgendwie das? Rührt sich kein Stück, okay. Aber irgendwie hat der Typ keine Augen mehr? Sieht komisch aus, auf jeden Fall. Er schläft. Ah, okay. Hä? Wir haben irgendwie noch mit ihm geredet, oder nicht? Ja, dann haben wir uns damals wahrscheinlich eingeschlafen. Mhm. Das Let's Play ist wahrscheinlich zu scheiße für ihn. Hast du eine Idee? Ich habe keinerlei Ahnung, leider nein. Was ist das denn? Warum klopft die jetzt? Hä? Wo ist sie? Ich habe gerade kurz nicht hingeguckt. Das war links bei der Oma, die Tür, die, durch die man nicht durch konnte. Jetzt habe ich da dran geklickt und jetzt konnte man da plötzlich rein. What? Na gut, okay. Die Decke ist eingestürzt. Die Decke? Tatsache. Die Decke. Achso, das soll ein anderer Raum sein, eine Treppe nach oben. Ah. Da ist die Decke eingestürzt. Perspektive. Okay. Perspektive, meine Damen und Herren. Die existiert hier scheinbar nicht. Fest verschlossen. Mhm. Kann man die nicht einfach mit dem Messer aufschneiden oder auf? Oh ja, genau. Ja, ich weiß ja nicht wie. Ich habe keine Ahnung, wie man Items benutzt. Ich denke mal, sie benutzt es dann automatisch. Also du hast ja keine Option, die Items irgendwie zu benutzen, glaube ich. Ja, stimmt. Was ist das hier? Ich komme nicht heran, ich brauche etwas, auf das ich steigen kann. Mit Sicherheit die Kiste hier, oder? Aha. Kiste. Ja, natürlich, das geht so einfach. Kiste schieben. Magnet erhalten. Warum liegt ein Magnet in einem Lagerhaus? Keine Ahnung, das vollkommen verlassen ist übrigens. Ja, wer packt dort einen Magneten hin? Warum glaubt man, dass der Magnet dann noch funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Was können wir jetzt mit dem Magneten machen? Wir können eventuell was aus dem Gitter fischen. Stimmt, ja. Das wäre eine gute Möglichkeit. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen. Rührt sich kein Stück. Keine Ahnung, kann ich jetzt... Was ist das denn? Achso, okay. Ich dachte jetzt an diesen komischen, gebogenen Magneten, der diese zwei Pole hat. Ja, ja, das ist eigentlich der typische Magnet, ne? In Spielen. Na gut. Aber wie gesagt, ich kann halt hier irgendwie nicht wirklich Items nutzen. Was denn? Ja, bei dem kleinen Gitter hier unten? Nee, auch nicht. Dem gehst du bis aus dem Weg. Ha, ja, fängt schon an. Ja. How do we progress? Vielleicht haben wir ja irgendwas da hinten. Ach nee, Quatsch. Obwohl. Science? Nee. Frag doch mal die alte Oma, ob sie einen Schlüssel hat. Ja, stimmt, die war ja wenigstens freundlich, ne? Hallo. Aha. Ah. Schlüssel. Haben Sie den Schlüssel für die Tür mitten im mit dem Gitter? Hat sie schon wieder hier. Ist sie schon wieder abgeschlossen? Ja. Das war Frank. Weiß der Teufel, warum er sie immer wieder abschließt. Wenn du die Schlüssel willst, musst du mit ihm reden. Und wo ist dieser Frank? Na, in Frankreich. Oh. Meistens sitzt der irgendwo herum. Der mit den roten Haaren. Okay, also der Typ da vom Gitter. Mit Sicherheit ist der Schlüssel ins Gitter gefallen. 100 pro. Wette ich drauf. Dann müssen wir den Magneten benutzen, um das Ding da rauszuholen. Jetzt ist er nicht mehr am Schlafen übrigens. Ja. Hallo. Schlüssel. Ich habe gehört, Sie haben den Schlüssel für das Tor... Was? Dass Sie den Schlüssel für das Tor auf... dass Sie auf den Schlüssel für das Tor aufpassen. Meine Fresse. Kann ich ihn kurz ausleihen? Der ist weg. Hab ihn verloren. Ach nee, stimmt. Den hast ja du gesprochen. Nee. Hab ich verloren. Ist weg. 100 pro da im Gitter, weil der zeigt ja auch rein. Ah, sie macht's schon. Haben Sie schon versucht, ihn rauszubekommen? Das würde ich nicht machen. Da sind bestimmt Krokodile drin. Oder ein Tentakel. Hat man einen Freund ausprobiert. Ist ihm nicht gut bekommen. Hat jetzt nur noch einen Arm.
Man weiß nie, was da unten, was da unten wohnt. Ein generisches Kelvin-Monster natürlich. Ein nackter Mann. Oder eine nackte Frau. Ja. Das kommt auf einmal, wenn man die Krokodile immer runterspült. Er spült bitte Krokodile runter. Vor allem, weil ich noch vorhin Krokodile gesagt habe. Oh, schön. Das Spiel liest dich, Michi. Ja, es readet mich. Ich meinte das nicht ernst. Oh. Oh Mann. Ich werde mir etwas einfallen lassen. Jetzt ja, komm. Pro. Back die Schnur aus und dann. Ja, wir haben ja keine Schnur, das ist bloß ein Stück Leinentuch. Hm. Nee. Ich kann aber auch hier nichts mehr betätigen, muss ich sagen. Das ist doof. Ah, okay, jetzt geht das. Wie denn? Ja, wenn ich jetzt hier, vorher, wenn ich da drauf gegangen bin, diese Gesprächstaste ist die X-Taste jetzt bei mir. Ja. Und da hat sie das vorhin angesprochen, aber wenn ich da jetzt hingehe zu dem Gitter und dann X drücke, dann wird das Menü aufgerufen. Dann kann ich hier benutzen. Das kann ich hier benutzen. Kann hier nicht benutzt werden, okay. Kombinier es doch mal mit dem Leinentuch und versuch, ob du irgendwas rausbekommst. Nö, mal mit dem Messer? Nö. Dann fehlt uns noch ein Gegenstand offensichtlich. Mhm. Aha, da unten liegt was. Ha. Und hat man voll gut gesehen. Aha. Quack, quack. Quack. Science. The Science Show. Kombinieren mit. Warum? Du bindest das Teil da drum und dann funktioniert das. Kombinier das Band mit dem Messer. Tö. Mit dem Leintuch. Tö. Mit Schade. Dem Band selbst. Oh. Oh Mensch. Du kannst kein Band erstellen. Ja. Bandception. Ja, keine Ahnung. Die Gegenstände sieht man ja halt auch hier so super gut, die man aufnehmen kann. Nicht. Ich kann dir leider auch nicht viel helfen. Ja, dann fehlt uns, was fehlt uns dann? Irgendwie ein Kleber oder sowas? Ich sehe mich leider auch nicht viel. Geh da rein. Hallo, geh da rein. Okay. Natalie will da nicht reingehen. Ja. Muss ich direkt auf dem Ding vielleicht stehen, aber das wäre Quatsch, wenn man unten was kombinieren müsste, ne? Ja. Nur den. Nö. Nee. Ansehen, vielleicht bringt uns ein kleiner Magnet. Ja, gut. Wow. You don't say. Das war jetzt so viel. Ansehen. Ein schmutziges Ledertuch. Aha. Kelvin, das Ansehen in deinen Spielen bringt überhaupt nichts. Ja. Eine scharfe Messerklinge. Ein langes weißes Band, ja, gut. Hat sich jetzt voll gelohnt. Ich frag mich auch echt jedes Mal, warum sind Messerklingen, wenn sie irgendwo gefunden werden, eigentlich immer scharf? Die Dinger müssen doch stumpf sein, weil sie ja, einfach liegen. Wahrscheinlich noch 50 Mal draufgetreten wurde. Hm. Eine Logiklücke, ne, von den Spielen. Ja, irgendwie schon. Kann ich vielleicht irgendwie das Harz von dem Baumstumpf abkratzen und das als Kleber benutzen? Wenn das jetzt geht. Ich denke, kann ohne Griff nicht sicher gehalten werden. Ja, natürlich, genau. Sicher. Aber dann kann ich doch mit Sicherheit jetzt. Würde mal den Magneten damit einzu. Ich kann das doch mit Sicherheit mit dem Ledertuch kombinieren, oder nicht? Ja, das geht. Aha. Also, wenn das jetzt funktioniert, ganz ehrlich. Oh nein, ey. Natürlich, das Messer wird nicht mehr benötigt. Achso, das schmeißen wir dann weg, oder was? Das ist immer ein Baum, da stecken wir einfach im Baum. Freut sich der Nächste drüber. Sprich noch mal mit dem Baum. Aus der Wunde fließt Harz. Okay. Ja gut, ich meine, der Tipp, der war schon gegeben, weil den Baumstumpf konntest du ansprechen, aber ich weiß nicht.
Benutze den Magneten und schau, ob du den Magneten mit Harz einreiben kannst. Ja, oder ich benutze halt das Ding. Haha, ich bin gut. Aber hätte es jetzt nicht viel mehr Sinn ergeben, die Schnur mit dem... Michi, stell keine Fragen, spiel das. Ja, ich bin trotzdem... Und jetzt den Magneten mit der Schnur... Sauber drauf verteilt. Jaha. Wie mit einem Messer. Oh, what a coincidence. Das sieht komisch aus, irgendwie so ein rein als Abbildung, aber egal. Ja. So. Jetzt geh fischen, Nathalie. Nathalie. Ich muss mit Sicherheit draufstehen. Oh, toll. Hauptsache, sie geht trotzdem zur Seite, ne? Ah, ja, warum kommt der nicht ran? Türschlüssel erhalten. Yay. Bandemagnet wird nicht mehr benötigt, ja. Man schmeißt die Sachen natürlich auch prinzipiell weg, wenn man sie nicht mehr braucht. Natürlich, könnte ja sein, dass man... Das ist auch so eine Sache aus Adventure-Spielen, die ich nie ausstehen kann. Ja, das stimmt allerdings. Och, kann ja sein, dass es ein Zuhörer war. Shit! Ja. Ich muss 1000 andere Sachen machen. Nur, damit ich diese Tür aufkriege. Passen Sie diesmal besser auf ihn auf. Auf ihn. Werde ich machen. Jetzt und ich schlafe weiter. Jetzt muss ich sogar nochmal hinlatschen. Meine Fresse. Ja, das hat sie hat ja gesagt, sie leiht ihn sich nur aus. So. Ja. Oh. So, welche davon habe ich jetzt nochmal gesprochen? Na, jetzt welche sprechen? Ach du Scheiße, neue Stimmen. Baru? Was habe ich getan? Lass mich in. Warum kann man das fast nicht alles lesen? Das ist irgendwie alles irgendwie. Warum hilft mir niemand? Was habe ich getan? Lass mich in Ruhe. Warum ich? Hä? Surprise Butt Sex. Wieso ploppt da die Hälfte davon rechts auf, die man nicht lesen kann? Weil Kelvin. Warum sieht das alles einfach so pottenhässlich aus, ey? Als würde einfach hier jemand mehrere Paint-Namen einfach aneinander kacken. Wie weiß? Das hat mich hier im Nido schon so aufgeregt. Hey, hört sofort auf damit! Was machen die denn? Der eine gibt den nur High Five mit dem Fuß. Hab ich nochmal unser Pummelchen gesprochen oder warst du das? Was? Hast du nochmal das Pummelchen gesprochen oder war ich das? Das warst, glaube ich, du. Okay. Du hast generell alle drei gerne am Anfang gesprochen, weil du irgendwie, keine Ahnung. Dann machst du auf jeden Fall hier Marcel seine Ische dann. Dann fühle ich mich nicht so komisch, wenn ich dann versuche, ein Gespräch mit mir alleine zu führen. Was zum Teufel war das denn gerade? Was zur Hölle? Hallo, Auge. Marcel, der war ein Monster. Meinst du diesen beschissenen Köter? Nein, ein richtiges Monster. Es war ein Monster. Das Monster. War ein Auge. Nichts zu sehen. Ach, das war schon wieder er, Entschuldigung. Nichts zu sehen. Hast du dir wohl nur eingebildet? Nein, ich. Lauter Puff. Vielleicht hast du recht. Das war ich. Ach so. Vielleicht hast du recht. Das liest sich hier so schlecht. Was ist mit deinem Arm passiert? Das war dieser verdammte Köter. Wuff, wuff. Ach so, das ist jetzt die Szene mit der anderen Rothaarigen, die mit dem Vögeln wollte. Lass mich mal machen. Danke. Stimmbruch. Sag mal, wo bin ich eigentlich? Eben saß ich noch mal im Auto und dann wache ich plötzlich zwischen Müllbeuteln auf. Das weiß ich selbst nicht. Bei mir war es genauso.
Aber was geht hier ab? Hat uns irgendjemand entführt oder was? Oder was? Ja, aber nein. Ich habe mich damit abgefunden. Das solltest du auch. Nein, danke. Ich will so schnell wie möglich wieder weg. Es muss auch immer eine Straße geben, die aus der Stadt führt. Ja, schon, aber... Du hast Angst? Brauchst du nicht. Ich pass auf dich auf. Ich führe mich einfach zur Straße und dann hauen wir zusammen ab. Ich will ja auch weg, aber... Siehst du? Ja, das ist genau die Szene aus dem ersten Spiel. Ja. Was hältst du davon? Ich will eigentlich zu einem Klassentreffen. Aber das können wir nach diesem Scheiß sowieso vergessen. Ich bring erst die anderen zurück und dann fahre ich dich nach Hause. Eigentlich willst du mich nur ficken, oder? Was ficken gesagt? Was? Ich glaube, du hast etwas missverstanden. Ich bin verheiratet. Das bedeutet dir nichts, du wirst deine Frau nie wiedersehen. Sie wird dich schnell vergessen und sich einen anderen nehmen. Als Morgenschlampe! Jetzt holt sie ihren Hund. Hat er dem Hund im Original nicht irgendwie was mit einem Blumenkübel übergezogen oder so? Ja, da ging es auch generell, da war das so, dass sie einen Blumenkübel wegheben wollte und es nicht geschafft hat. Das war was ganz anderes, aber ja, das stimmt schon. Okay, nee, ich hatte irgendwie so im Kopf, dass der Hund davon erschlagen wurde. Ja, wurde er auch, als der Hund dann rauskam. Was? Du, was zur Hölle ist... Oh, er hat eine Blume genommen und sie innerschlagen, das geht auch. Oh nein. Was zur Hölle? Flower Death. Und vor allem der Hund, der sah jetzt noch beschissener aus als im ersten Spiel. Die sind hier alle verrückt. Ja, die Sprecher mit eingenommen. Keine Ahnung, was für ein Mist... Nee. Mist, wie gelandet sind. Achso, im Nest wir gelandet sind. Aber wenn ich das Bild mal wieder lesen könnte, dann wäre das richtig, richtig knorke. Lies du mal kurz vor, ich krieg gerade den Text. Aber wenn wir hier nicht schnell verschwinden, dann werden wir nicht alt. Hä? Hast du Christina... Das ist wieder er. Kannst du es wieder lesen oder soll ich übernehmen? Hast du Christina gesehen? Nein, und Sarah auch nicht. Doch, hast du. Die ist vorhin abgehauen. Hat die Beine in die Hand genommen und ist gerannt. Komm mit. Komm mit? Ja. Okay, sah aus wie komm mir. Komm mir. Komm in mir, wenn du leben willst. Was soll das? Halt's Maul. Halt's Maul. Halt Maul. Ich will dir weg und du Scheiße. Wirst mir jetzt sagen, wo Achso, es rausgeht. Achso, wirst mir jetzt sagen, wo es rausgeht. Das ist echt schlimm mit meiner Grafikkarte. Doch, trink eine neue. Nirgendwo. Hallo, den spreche ich. Nirgendwo. Ach Mann. Willst du mich verarschen? Nee, verpimmeln. Oh. Leckt halt. Niemand kommt hier weg. Weißt du, wo du gelandet bist? In der Hölle. In Silent Hill. Nee, Moment, falsches. Nee, Moment, Sehe ich so aus, als würde ich an diese religiöse Scheiße glauben? Glaube. Oh. Schreibfehler. Sehe ich so aus, als ob ich an... Ah, okay, doch nicht. Na gut. Ja, ist egal. Das ist genauso verrückt wie die... Der ist genauso verrückt wie die anderen hier. Die Tür auf dem Boden sieht übrigens sehr, sehr seltsam aus. Rein grafisch. Das ist nur mal eine Tür. Was sollte das? Drehst du jetzt auch durch? Du kannst doch nicht einfach bei irgendjemandem einbrechen und ihn bedrohen. Komm mir nicht mit dieser Pazifisten-Scheiße. Nettes Wort. Diese Schlampe hat ihren Köter auf mich gehetzt. Der hätte mich umgeworfen, wenn ich ihn nicht zusammen
wenn ich ihm nicht zuvorgekommen wäre. Das sind alles Psychopathen. Nee. Hier, Nathalie. Achso, das sind alles Psychopathen, nee, Nathalie. Aber die haben... Aber die haben sich mit dem Falschen angelegt. Ja, das dauert immer ein bisschen. Ich muss das erstmal alles entziffern. Von denen lasse ich mich nicht fertig machen. Und wenn die Christi nochmal Haar gekrümmt haben, dann gibt es hier Tote. Ich lese wieder wie ein junger Gott. Ich werde mich umschauen, du bleibst hier. Dauert nicht lange. Du hast doch selbst gesagt, dass alle hier verrückt sind und dann willst du mich alleine zurücklassen? Gutes Argument. Richtig, ja. Wenn ich hier sag... Sackgesichter steht da. Wenn ich die Sackgesichter aufmische, dann gibt es richtig Ärger. Ich kann nicht auf dich aufpassen, es ist sicherer, wenn du hier bleibst. Nein, es ist nicht! Nein, warum trennt man sich in Horrorspielen immer? Das, ja, das ist dieses dumme Horrorklischee. Oh, da ist ein Mörder im Haus, wir trennen uns auf. Ja, wenn wir uns alle einzeln umbringen können. Es ist so behindert, ganz ehrlich, ja. Ey. Calvin, du bist ein Depp. Sorry, aber... Aber... Nix aber. Hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Ich spreche jetzt einen typischen Horrorfilm Deutsch. Einfach ohne Emotionen. Ja. Du bleibst hier. Basta. Jetzt gibt's erstmal eine Schelle. Sag aus, als hätte er sich wegteleportiert. Ja, und er geht random in irgendeine Tür einfach rein, weißt du? Ja. Also ganz ehrlich, ey. Michi? Ich kann immer noch nicht steuern. Jetzt reicht es mir, ich warte nicht länger auf ihn. Achso, sie war auch noch so doof und hat gewartet, ja? Ja. So, können wir dann hier für hier Schluss machen, mal so langsam, Ja, klar, können wir gerne machen. Dann speichern wir schnell ab. Genau, merke ich nämlich, wie die Müdigkeit an mir nagt. Ja, für die, die hier zuschauen, ist es auch gerade 12:30 am Morgen und, man ist dann... Ah, wir haben sogar schon gespeichert, das ging schnell. Ich war, ja, man kann sagen, ich war eine Weile weg. Ich nicht, aber ich bin auch müde. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge von Urban Nightmare und beim nächsten Mal machen wir genau hier weiter. Ja. Wenn wir dann hoffentlich einen Ausweg aus dieser Hölle finden. Ja. Die Hölle, da möchte ich mal hin, da sind die coolen Leute. Ja, genau. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.